Leute, was geht ab? Herzlich willkommen und heute seht ihr die erste Runde von mir, die ich Rainbow zocke. Also okay, nicht die erste Runde, aber sagen wir mal die Hälfte oder so. Ich bin gerade was aufgenommen, ey, und dann wirft mich mein eigenes Team raus. Ich weiß auch nicht wieso, obwohl ich einen Kill gemacht habe. Aber naja, wir spielen jetzt hier weiter und ich schon gerade gesagt, dass ich sehr über Verbesserungen oder dass ich mich selber Verbesserungen freue, wenn ihr wisst, was ich verkehrt gemacht habe in einer bestimmten Situation. Und bitte schreiben, habe ich nichts gegen. Ich meine, ich bin noch am Anfang des Spiels, also ich werde jetzt hier nicht das Hammer-Gameplay raushauen. Ich habe schon diese Einführung gespielt und weiß auch so ein bisschen, worum es geht. Das ist quasi eine ganz andere Spielweise als Call of Duty. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Aber jetzt habe ich die gleiche Barriere nochmal gemacht. Ja, egal. Ich will doch, man kann das irgendwie aufbauen. Na egal. Also wie gesagt, ihr könnt bitte schreiben, wenn irgendwas verkehrt ist, wie ich das hier mache. Also ich habe auch noch keinen Plan. Klar, Map-Kenntnisse dürft ihr mir nicht übel nehmen, ne? Die habe ich nicht. Sage ich ganz ehrlich, in der Einführung da wusste ich jetzt nicht, worum es hier geht. Ich weiß nur, das müssen wir beschützen. Und ich habe mal in einem Video gesehen, man sollte auch relativ in der Nähe bleiben, damit das hier nicht so schief geht. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Okay, die Gegner haben das entdeckt. Ah, das ist sogar so ein Ding. Ah, immer abschließen, ne? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also wenn ich ein bisschen besser bin und mich ein bisschen eingespielt habe, werden natürlich auch Streams noch kommen von dem Spiel. Aber jetzt finde ich es ein bisschen, ja, ich sag mal, unpraktisch, ne? Sowas zu machen. Von daher dürft ihr mir jetzt nicht böse nehmen, wenn jetzt erstmal nichts kommt an Streams. Also, oder vielleicht schon, mal gucken, wie schnell ich mich entwickle. Ich finde es immer, die erste Runde finde ich mal ganz lustig. Zu zeigen. Ich mag das bei anderen YouTubern, die immer zu sehen. Jawoll! Profi am Berg. Was war das, ey? Ich hab mir mein Leben genommen. 10 Leben weg. Jawoll. Und geblendet. Man kennt ihn. Also die Spielweise ist natürlich echt krass, ey. Ganz anders als irgendwie so Call of Duty und so. So viel ruhiger. Ich sag mal, ein bisschen verkeimter. Okay. Ich hab gar keinen Plan, von wo die gerade kommen. Oh, guck mal, ich hab den doch voll getroffen, oder? Hat der mir einen Sniper-Schuss gegeben, oder? Ah, krass. Krass, krass, krass. Guck mal, als ob ich den nicht getroffen hab. Ah, ich hab voll davon. Ah, komm. Ah, und Sniper ist komplett Headshot, eigentlich Sniper, ne? Kopftreffer ist komplett down dann, ne? Hast du keine Chance mehr oder so, irgendwie sowas ist da. Hab ich mal gelesen. Aber bis jetzt, echt, ich finde das Spiel echt schwer. Ich weiß nicht, wie ihr das so findet. Ich weiß nicht, wer von euch alles auf einmal Call of Duty, also von Call of Duty umgestiegen ist. Aber ich finde das echt hart, das Spiel. Viel, viel schwerer als irgendwie jetzt, ja, was anderes. Auch so der Einstieg, ne? So die Anfangsmission, ja, da bin ich echt oft gestorben, muss ich echt oft neu machen. So. Vor allem, man regeneriert nicht sein Leben und so. Das ist echt krass. Ich weiß auch nicht, welcher Operator so der perfekte ist für den Einstieg. Ich muss mir noch ein paar Videos dazu angucken. Aber ich wollte so unvoreingenommen reingehen, sodass ihr denkt, ja, guck mal, wie scheiße ist der denn? Das wollte ich. Nur für euch. Man kennt's. Man kennt es. Und ich habe mir jetzt außerdem noch Call of Duty vorbestellt. Also World War 2 wird natürlich, es wird natürlich COD weiterkommen. Ne? Ich denke auch mal, dass ich BO3 weiterspielen werde. Für alle die, die Angst bekommen bei Rainbow. Ah, ich finde Rainbow eigentlich cool anzusehen. Ich habe es immer ganz gerne in Streams gesehen. So Rainbow, ich finde es irgendwie gut. Jawohl, die ersten bringen sich schon um. Aber das finde ich auch mega krass, ne? Jawohl, alle bringen sich um. Das verstehe ich auch nicht, warum die sich alle so umbringen. So, guck, das macht doch so gar keinen Bock. Jawohl, wir haben gewonnen. Cool. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Das verstehe ich echt nicht. Ja, das machen immer so viele. Okay, die haben nicht gespielt, oder was? Doch. Hä? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist echt besser. So im Rang kann man ja auch spielen, habe ich gesehen. Ich glaube, das ist echt besser. Anstatt irgendwie sowas anderes. Sich die ganze Zeit hier selber umzubringen oder so. Schon doof, ne? Wenn man so stirbt, so wenn man so umgebracht wird, dass das überhaupt geht, das Teambeschuss an, das finde ich irgendwie doof. Ich meine, man kann ja am Anfang irgendwie das ausmachen und im Spielverlauf könnte man das anmachen, aber naja.
Naja, naja, ja, naja. Ah, guck mal, gib deine Stimme ab. Spieler rauswerfen. Ja, ist mir doch egal. Die Bomben sichern. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Alter, wie könnt ihr denn schon hier drin sein? Krasser Scheiß. Ich glaube, ich brauche auch so einen coolen, eine coole Posi. Irgendwie so. Halt's euch. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Ist das klug, das hier runter zu machen? Oh, der war klug, ey. Aber wir machen das einfach mal. Komm. YOLO. Es bleiben 10 Sekunden. Jetzt wird es vielleicht wieder gleich eingerissen, man kennt das. Kann ich doch irgendwas Cooles machen? Hier, das kann ich auch zu machen. Naja, komm. Da läuft. Jawohl. Die schießen schon. Krasser Scheiß. Ich weiß von gar nicht, von wo die kommen könnten. Ah, hier können die auch durchsichten. 3 gegen 3. Okay. Machen wir mal Kamera gucken. Können wir sie spotten? Ja, können wir nicht. Da, da. Ah, ich habe ihn gesehen. Da, da, da war einer. Okay, die ist kaputt. Oder kaputt geschossen. Ich glaube, ich bin irgendwie verkehrt, ne? Hier geht die Action gar nicht so ab. 2 vs 2. Letzter verbleibende Operator. Jawohl. Des eigenen Trupps. Oh. Nur noch ein Gegner übrig. Ah, oh, als ob. Ich habe den Auge gesehen. Eigener Trupp eliminiert. Naja, egal. Ein Kill, zwei Tode, jawohl. Man kennt ihn, aber ein Kill. Ja, guck mal, hat er gar nicht getroffen. Hat viel besser getroffen. Viel besser. Ich finde irgendwie so ein bisschen Ehrgeiz ist da, ne? Habe ich auch schon gemerkt, als ich das, also diese Standardmission oder was das auch immer ist, durchgespielt habe. Was kann man denn noch nehmen? Ah, guck mal, gehen wir mal die G. Ah, guck mal, nehmen wir mal die. Ach, Sprengladung oder Rauchgranate? Ah, keine Ahnung. Ah, nehmen wir das mal so. Also es ist ja auch mega krass taktisch, ne? Das Spiel. Das ist schon ein krasses Spiel. Ein krasses Spiel. Oh, ich hoffe nur, dass das Video nicht über 15 Minuten geht. Ne? Das dauert so lang. Runde 4 schon, ne? So schnelle Runden wären eigentlich ganz cool. Was ich kann man eigentlich. Ich weiß nicht, ist überhaupt noch jemand da? Wenn noch bis jetzt geschaut wurde, dann bitte einmal Hashtag Next in die Kommentare. So, wo lang gehen wir? Wo lang? Hier. Hier. Rum. Ja, wir müssen ja suchen immer, ne? Hm, wüsste ich jetzt, wo es lang geht? Oh jo, ich bin hier gefangen. Da könnte ich direkt. Ah, die Map-Kenntnisse sind natürlich leider nicht da, ne? Alter, wo bin ich hier? Okay, gehen wir hoch. Links wird gebaut. Oben wurde gebaut. Lokalisiert und entschärft eine Bombe. Oben wurde auf jeden Fall gebaut, das habe ich gehört. Die Bombe wurde lokalisiert. Sollen wir an der kommen, oder? Alter, was machen die hier? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Fallen gelassen. Ah, es tut mir leid, Digga. Es tut mir leid. I'm sorry. Ah, sorry. Die Granate sollte nicht dahin gehen. Ah, ich will die nicht nehmen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Alter, habe ich was getroffen? Ich glaube nicht, ne?
guck mal, der Profi ist am Werk, man kennt ihn. Oh, doch nicht, bin einfach da. Oh shit. Oh, dann kommt er gerade da. Scheiße, ich hab gedacht, taktisch klug mache ich meine coole Drohne, aber nein, war nichts. Schade, schade. Ah, als ob der alle. Oha, oh, der hat alle genommen. Krasser Typ. Kann ich noch rumfahren? Na, dann gucken wir dem mal zu. 1 vs 2. Okay. Ah, es kann auch 2 Minuten gehen. Und dann ein Einsatzschritt. Und ein Schalldämpfer, sehe ich. Krass, krass, krass. Ah, ich finde, eigentlich macht mir das Spiel schon echt gut Spaß. Ich denke mal, mit Freunden macht das wahrscheinlich eh Spaß, also mehr Spaß. Vielleicht kann man da auch vielleicht eine kleine YouTube-Serie draus drehen, dass ich mit euch spiele. Und ihr dann, dass er auf Online, kommt, ich und Deutsch ist auch nicht mehr das, was mal war. Und dass es dann eben hochgeladen wird, wenn ihr das wollt, natürlich. Naja, ich glaube, das war's, oder? 3 zu 1. 2, 3. Ich würde sagen, für die erste Runde ist das gar nicht schlecht. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und lasst bitte eine Bewertung da, wenn es so war. Und ich würde mich natürlich über jegliche Tipps freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.